Deutschland versus Österreich versus die Schweiz. Welches Land ist das gruseligste? Heute habe ich für euch mal ein ganz besonderes Video. Und zwar hatte ich vor kurzem ein Video gemacht, wo ich eben aus allen Bundesländern gruselige Legenden rausgesucht habe. Viele Leute hatten unter diesem Video kommentiert, dass ich so etwas bitte auch mal für Österreich oder für die Schweiz machen soll und nicht nur für Deutschland. Und dabei kam mir eine Idee, die wir heute einmal austesten wollen. Ich habe 4 Runden zusammengestellt, wo ich euch gruselige Dinge aus allen 3 Ländern nennen werde. Eure Aufgabe und meine am Ende des Videos ist es, eben herauszufinden, welches Land wirklich das gruseligste ist von den 3. Tut mir leid an meine Zuschauer aus Italien und Liechtenstein, aber diesmal geht es nur um diese 3 Länder. Also, ich werde euch in der ersten Runde zum Beispiel Kreaturen aus allen 3 Ländern vorstellen und ihr müsst danach entscheiden, schreibt das gerne in die Kommentare, welches Land für euch gewonnen hat. Danach wird es eine Runde geben, wo ich eben euch Legenden vorstelle, dann eine Runde mit Mysterien aus allen Ländern und zu guter Letzt eine Runde mit den gruseligsten Orten aus allen 3 Ländern. Dann am Ende kommen wir eben zu einem Ergebnis. Ihr könnt das Ganze bewerten, so wie ihr gerne wollt, doch ich werde ganz am Ende des Videos meine Einschätzung machen. Ich werde das Ganze eben mit einer Punkteleiste bewerten, wo quasi das Gruseligste pro Runde 3 Punkte kriegt, das in der Mitte 2 Punkte und das, was ich am wenigsten gruselig fand, bekommt 1 Punkt. Und so werde ich, meiner Meinung nach, am Ende herausfinden, zumindest für mich, welches das gruseligste Land ist. Das war jetzt ganz viel erklärt, aber kommen wir nun zu Runde 1 und dem Video. Runde 1. Kreaturen. Deutschland. Kielkropf. Der Kielkropf ist eine Unterform des sogenannten Wechselbalges. Ein Wechselbalg ist eine Kreatur, die sich eigentlich in die Kinderbetten schleicht und die echten Kinder verschwinden lässt, damit sie ihren Platz einnehmen können. Beim Kielkropf sieht die ganze Sache noch etwas anders aus, denn der Kielkropf sieht schon beim ersten Anblick nicht aus wie ein echtes Kind. Es heißt, dass der Anblick abschreckend und abstoßend ist. Der Kopf dieses Kindes, das angeblich von Dämonen gezeugt wurde, ist unmenschlich groß und unförmig. Die Haare sind struppig und die Augen sind groß und schielen starr vor sich hin. Nur mit dem Extra, dass die Augen, die zwar starr irgendwo hinstarren, niemals die eigene Mutter ansehen können. Arme und Beine von diesem Wesen sehen verzerrt und gebrochen aus, weswegen dieses Ding auch weder laufen noch gut krabbeln kann. Es heißt, dass dieses Ding nur knurrende Geräusche von sich gibt und manchmal stundenlang in einer Wohnung sitzt und in irgendeine Ecke des Hauses starrt und das Ganze einfach nur so. Ist der Kielkropf alleine zu Hause, so heißt es, dass er die Wände hinaufklettert und an der Decke entlang kriecht. Außerdem sollen diese Wesen in der Lage sein, den eigenen Kopf um 180 Grad zu drehen. Dies passiert vor allem dann, wenn eben die Mutter zu früh nach Hause kommt und mit ansieht, wie ihr Kind oder eben dieser Kielkropf an der Decke hängt. Mal sehen, was die anderen Länder zu bieten haben. Österreich. Ungeheuer Leopoldsteiner See. In einem See namens Leopoldsteiner See soll sich angeblich eine wirklich schreckliche Gestalt versteckt halten. Während der See ziemlich friedlich und schön ist, waren manche Legenden davor, sich ihm zu nähern, geschweige denn in ihm zu baden. Der Grund dafür ist, dass im Inneren, unter der Wasseroberfläche, eine gruselige Gestalt, ein sogenannter Wassermann, existieren soll. Dieser Wassermann war einst ein Mensch gewesen, der allerdings ein Geheimnis, das ihm anvertraut wurde, weitererzählte. Daher wurde er dazu verurteilt, in diesem See auf alle Ewigkeit zu leben. Doch wie könnt ihr ihn erkennen? So viel sei gesagt, wenn ihr ihn seht, wird es keinen Zweifel geben, dass er es ist. Es heißt, dass sein Körper relativ menschlich aussieht, jedoch pechschwarz ist. Sein menschlicher Kopf wurde durch den Kopf eines Raubtieres ausgetauscht. Ich konnte nicht genau finden, welches Raubtier es ist, aber manche vermuten, dass es der Kopf eines Wolfes sein soll. Zudem hat er noch ledrige, große Flügel, ähnlich wie ein Drache.
Die meiste Zeit soll diese Kreatur relativ friedlich im Wasser leben. Doch besonders zur Neumondzeit und bei starken Stürmen, die über den See hinwegfegen, kommt er angeblich aus dem Wasser heraus und macht aktiv Jagd auf Menschen. Er wartet manchmal auch still im Wasser, bis ein Boot vorbeifährt, um dann eben an dem Boot herumzureißen, bis es umfällt und kentert, damit er die Erwachsenen, die im Boot gewesen sind, in die Tiefen des Sees ziehen und dort verschlingen kann. Vielleicht solltet ihr bei Neumond lieber einen anderen Ort besuchen. Schweiz, Sennentunci. Vor allem in den Alpenregionen der Schweiz ist die Legende einer wirklich gruseligen Kreatur verbreitet. Es geht dabei um die sogenannte Sennentunci und ihre Entstehung ist mehr als besonders. Auf den Alpen gibt es Hirten und sogenannte Sennen, die dort meistens einsam ihre Zeit verbringen und meistens ist es eben eine Gruppe, die nur aus Männern besteht. Es heißt, dass manche von ihnen sich so sehr gelangweilt haben, dass sie eine weibliche Puppe sich bastelten. Ihr müsst euch diese Puppe ähnlich wie eine Vogelscheuche oder Strohpuppe vorstellen. Sie taten dann so, als wäre diese Puppe am Leben und fütterten sie manchmal sogar und taten andere Dinge mit ihr. Wenn die Zeit dann so verging und die Sennen und Hirten bald zurück zu ihren Familien gehen wollten, weil ihre Zeit im Gebirge zu Ende ging, erwachten genau diese Puppen zum Leben und begannen zu sprechen. Laut manchen Legenden heißt es, dass die Sennentunci von Anfang an wütend und brutal gewesen ist, doch die häufigste Legende besagt, dass die Sennentunci so tut, als wäre sie unfassbar traurig, wenn die Sennen und Hirten das Gebirge verlassen wollen. Sie schafft es dann eben, indem sie sich auch verletzlich tut, einen der Sennen davon zu überzeugen, bei ihr zu bleiben, damit sie nicht so alleine da oben ist. Als dann alle anderen Hirten und Sennen gehen, soll die Sennentunci sich dafür gerecht haben, dass die Sennen so viel Schreckliches ihr angetan haben. Und so heißt es, dass sie dann den zurückgebliebenen Mann, der extra bei ihr blieb, damit sie nicht alleine ist, die Haut vom Körper riss und sie vielleicht sogar selber sich anzog. In den Schweizer Alpen soll es also eine Vogelscheuche geben, die mit der abgerissenen Haut eines Mannes umherwandert. Welches dieser Wesen findet ihr gruseliger? Runde 2. Legenden. Deutschland, die Einhornhöhle. Im Harz hier in Deutschland gibt es eine wirklich seltsame Höhle, die bereits seit Jahrhunderten als Einhornhöhle bekannt geworden ist. Denn bereits im 16. Jahrhundert kam es dazu, dass seltsame Knochenfunde in der Höhle gemacht wurden. Für mehrere Jahrzehnte fanden Forscher Knochen eines Tieres, das sie nicht erklären konnten. Als sie das Skelett dann zusammengesetzt haben, bemerkten sie, dass es sich hierbei um die Überreste eines Einhorns handelte. Daraufhin kamen Dutzende Besucher in die Höhle, um ebenfalls Knochen zu suchen und diese dann mit nach Hause zu nehmen. Es hieß nämlich, dass mehrfach beobachtet wurde, dass eben diese Einhornknochen aus der Höhle heilende Kräfte hatten. Wenn man also krank war oder ein anderes Gebrechen hatte, konnten diese Einhornknochen einen heilen. Laut Legenden haben früher in Deutschland also wirklich Einhörner gelebt, die allerdings deutlich größer und gefährlicher waren, als Medien sie heutzutage darstellen. Heutige Forschungen in der Höhle ergaben eher, dass es sich dabei vielleicht um Knochen von Bären oder urzeitlichen Hirschen gehandelt haben könnte. Genau weiß man es aber nicht. Bis heute bleibt also die Legende von gefährlichen, riesigen Einhörnern bestehen. Österreich. Kanalmenschen in Wien. Es gibt die Legende, dass um 1940 geächtete Flüchtlinge und Kriminelle in die Geheimgänge der Wiener Kanalisation geflüchtet sind. Aus Schutz vor den nahenden Deutschen versteckten sie sich in den dunklen Tunneln und ernährten sich seitdem von Müll, Diebesgut und Ratten. Angeblich, selbst als der Krieg vorbei war, blieben diese Kanalmenschen, wie sie genannt wurden, in den Kanalisationen. Laut der Legende hatten sie sich an das Leben in der Dunkelheit gewöhnt und wollten einfach nie mehr an die Oberfläche zurückkommen. Bis heute gibt es Einwohner von Wien, die behaupten, sie würden in manchen Nächten gruselige Stimmen oder sogar Gesang durch die Gullydeckel hören können.
so als ob Gruppen von Menschen dort unten lauern und sich unterhalten oder singen. Außerdem heißt es, dass in der Kanalisation Malereien an den Kanalwänden und ausgebrannte Feuerstellen gefunden wurden, die auf die Existenz dieser Kanalmenschen hindeuten können. In all den Jahrzehnten hat es jedoch nur ein einziger Kanalarbeiter geschafft, diese Menschen zu Gesicht zu bekommen. Schweiz, der Kinderfresser von Bern. In Bern gibt es eine Statue, die den Namen Kindlifresser trägt. Diese Statue sieht aus wie ein Oger oder ein sehr grotesk aussehender Mann, der gerade dabei ist, einen Haufen Kinder zu verspeisen. Bereits seit vielen, vielen Jahren existiert diese Statue in Bern, doch niemand weiß genau, warum sie überhaupt dort ist und was ihre Geschichte ist, beziehungsweise wen sie wirklich darstellt. Angeblich soll diese Statue den Bruder von Berchtold, dem Gründer Berns, darstellen. Dieser soll eines Tages durchgedreht sein und rannte durch die noch junge Stadt, entführte alle möglichen Kinder und verspeiste diese dann. Auch wenn es für diese Legende nicht wirklich Beweise gibt, ist es eine gruselige Vorstellung, was sich früher in Bern abgespielt haben muss, das letztendlich zu dieser Statue führte. Runde 3. Mysterien. Deutschland, die schlafende Schöne. In Freiburg gibt es einen sehr alten Friedhof, auf dem es ein ganz besonderes Grabmal gibt. Dieses Grab zeigt ein aus Stein gemeißeltes Mädchen, das wunderschön aussieht und scheinbar schläft. Seit 150 Jahren ist dies die letzte Ruhestätte der sogenannten schlafenden Schönheit. Mit bürgerlichem Namen hieß sie einst Caroline Christine Walter. Doch jeder, der sie kannte, nannte sie nur Menschenblume, weil sie zu Lebzeiten so unsagbar schön gewesen sein soll. Angeblich, so heißt es zumindest, verliebte sich jeder Mann in sie, der an ihr vorbeiging. Traurigerweise verstarb Caroline bereits im Alter von 16 Jahren an Tuberkulose. Sie hinterließ damals unzählige Verehrer und Freunde, die zum Andenken an sie genau dieses Grab errichten ließen. Doch seit 150 Jahren passiert etwas Hochseltsames bei diesem Grab. Denn fast täglich findet man auf diesem Grab eine frische Blume, die für die Frau dort abgelegt wurde. Seit 150 Jahren passiert dies nun schon und niemand weiß, woher diese frischen Blumen kommen. Es wurde noch nie jemand beobachtet, der diese Blume dort abgelegt hatte. Sie scheint einfach dort aufzutauchen. Viele Leute aus Freiburg haben zwei Vermutungen. Entweder fanden ihre Verehrer keine Ruhe und legen so als Geister bis heute Blumen auf das Grab ihrer großen Liebe, oder sie ist tatsächlich bis heute in der Lage, Männer zu verzaubern und dafür zu sorgen, dass diese scheinbar willen- und machtlos sind und einfach Blumen zu ihrem Grab bringen müssen, ohne sich danach daran erinnern zu können. Eine Antwort für dieses gruselige Mysterium hat allerdings niemand. Österreich, Verwesung in der U-Bahn. Angeblich ist dieses Mysterium eines der bekanntesten Österreichs. Es geht um den Ursprung für ein seltsames Phänomen, das seit Jahren in den Tunneln der Wiener U-Bahn bemerkt wird. Und zwar kennen vor allem Berufstätige, die täglich die U-Bahn nutzen, den Geruch von Verwesung, der manchmal stärker und manchmal schwächer durch die Tunnel zieht. Bereits seit Jahren wird dieser Verwesungsduft gerochen und so entwickelten die Einwohner Wiens unterschiedliche Theorien, woher dieser Duft denn kommt. Manche behaupten, dass Bauarbeiter, die für den Bau der Bahnlinie verantwortlich waren, früher einmal geopfert wurden, damit die unterirdische Baute auch stabil ist und den Zahn der Zeit übersteht. Diese Menschenopfer wurden dann in die Wände der U-Bahn-Tunnel eingemauert, wo sie bis heute angeblich liegen sollen und diesen üblen Gestank von sich geben. Andere Quellen sprechen davon, dass angeblich ganze Rattenfriedhöfe im Untergrund von Wien zu finden sind und diese verwesenden Körper der Tiere anfangen zu stinken. Genau wissen tut man es nicht. Die einzig logische Erklärung, die bisher vorgebracht wurde, ist die Theorie, dass beim Bau ein besonderes Bindemittel verwendet wurde, das sich nach all den Jahren langsam zersetzt und dabei diesen stinkend fauligen Duft freisetzt. Wer weiß, welche dieser Theorien wirklich zutrifft. Schweiz,
1566 in Basel. Im Jahr 1566 passierte etwas wirklich Merkwürdiges und Gruseliges über Basel. Mehrere Tage in Folge kam es angeblich dazu, dass die Sonne plötzlich unterging, obwohl es eigentlich noch helliger Tag hätte sein müssen. Es war, als wäre die Sonne außer Kontrolle gewesen und sie ging plötzlich auf und unter, so wie es ihr beliebte, entgegen jeder Logik. Doch es passierte noch mehr. Einwohner der Stadt Basel bemerkten plötzlich unzählige rote und schwarze Bälle am Himmel, die scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht waren. Auch sollen Kreuze und andere seltsame Formen am Himmel zu sehen gewesen sein, die sich die Einwohner damals nicht erklären konnten. Manche vermuten, dass die Menschen in Basel damals eine Invasion von Außerirdischen gesehen haben, während andere glauben, dass es vielleicht ein Zeichen von Gott gewesen ist, der den Menschen etwas mitteilen wollte. Solche seltsamen Vorfälle gab es um diese Zeit zuhauf. Und so könnte es sein, dass wir es hierbei mit einer Massenhysterie vielleicht zu tun haben, wo Menschen in großen Massen sich Dinge eingebildet haben. Bis heute gibt es keine klaren Ergebnisse, was die Menschen 1566 wirklich am Himmel gesehen haben. Runde 4. Orte. Deutschland. Pestkapelle Weilheim. Zwischen Hohenkasten und Weilheim in Bayern gibt es versteckt in einem Wald eine kleine Kapelle, um die sich viele unterschiedliche Gerüchte ranken. Denn angeblich wurde diese abgelegene Kapelle im Wald als Grab für unzählige Pestkranke im Mittelalter genutzt. Da man ihre Körper möglichst weit von den Einwohnern nahegelegener Ortschaften fernhalten wollte, wurden sie geheim dort verscharrt. Doch genau dabei könnten sie etwas geweckt haben, das niemand kontrollieren kann. Denn der Wald und das Gebäude selbst sollen nun von unzähligen Geistern heimgesucht werden. Unter anderem soll in den Abendstunden eine gruselige Frau erscheinen, die manchmal umherwandert und manchmal an einem Baum zu hängen scheint. Die ruhelosen Seelen der Verstorbenen sorgen angeblich auch für einen weiteren besonderen Effekt. Denn angeblich scheint der Wald um die Kapelle herum sich seltsam zu verhalten. Viele Leute sagen, dass sie, obwohl sie die richtigen Wege entlang gegangen waren, die Kapelle nicht finden konnten. Unzählige Menschen verirrten sich in diesem Wald, obwohl sie eigentlich wussten, wo es zur Kapelle geht. Fast so, als wollten die Geister verhindern, dass Wanderer ihren Ruheort finden können. Österreich. Teufelskammer Schloss Tratzberg. Zwischen Jenbach und Schwaz befindet sich optisch ein ziemlich schönes und großes Schloss. Dies ist das Schloss Tratzberg, das um 1500 erbaut wurde. Die Geschichte dieses idyllischen Schlosses ist zwar ziemlich interessant, aber nicht sonderlich gruselig. Doch genau in diesem abgeschiedenen Schloss soll es angeblich eine Kammer geben, die niemand betreten darf. Der Grund dafür ist, dass bis heute der Teufel in dieser Kammer sein Unwesen treibt. Laut einer Legende heißt es, dass in diesem Schloss früher mal ein Ritter lebte. Wie es üblich war, standen Ritter jeden Sonntag früh auf, um zur Messe in die Kirche zu gehen, und dort mussten sie auch pünktlich sein. Dieser Ritter jedoch entschied sich, an diesem verhängnisvollen Sonntag im Bett liegen zu bleiben und auszuschlafen, weil er einfach zu müde gewesen ist. Genau dadurch sollte er den Teufel dann in das Schloss beschworen haben. Dieser Teufel packte den schlafenden Mann, zog ihn aus seinem Bett und quer durchs Schloss hindurch in eine Kammer, die er daraufhin hinter sich verschloss. Der Ritter wurde danach nie wieder gesehen. Was der Teufel ihm in diesem Raum angetan hat, können wir nur spekulieren. Doch diese Kammer existiert bis heute und laut einigen Gerüchten soll der Teufel weiterhin darin leben und sein Unwesen treiben. Am besten man öffnet die Tür nie wieder. Schweiz, die Kirche von San Giuseppe. In Somazzo, direkt an der Grenze zur Lombardei, liegt eine kleine, unscheinbare Kirche. Diese Kirche trägt den Titel Kirche von San Giuseppe. Wer an dieser Kirche vorbeifährt, würde sie wahrscheinlich ignorieren, wenn man sie überhaupt bemerken würde. Doch genau dort soll heutzutage Gruseliges vor sich gehen. Denn laut einer Legende wurden vor vielen Jahren drei junge Mädchen entführt. Man nahm sie mit und brachte sie zur Kirche von San Giuseppe, wo sie dann Erschreckendes erleben mussten. Es heißt, dass diese drei Mädchen lebendig eingemauert wurden und ihre Körper oder Überreste bis heute in den Mauern der Kirche existieren.
Wie man es erwarten kann, gibt es auch hier angebliche Geistersichtungen von jungen Mädchen. Doch tatsächlich wird auch etwas anderes an diesem Ort bemerkt. Denn es heißt, dass diese Kirche eine außergewöhnliche Macht hat, es regnen zu lassen. Bis heute pilgern viele Menschen zu dieser Kirche, wenn es eine lange Zeit trocken gewesen ist und man sich wünscht, dass es wieder regnet. Sie gehen dann in diese Kirche, damit die übernatürliche Macht ihr Spiel macht und es kurze Zeit später anfängt zu regnen. Wer weiß, was sich wirklich in den Mauern dieser Kirche versteckt hält. Und damit haben wir alle Runden hinter uns gebracht. Schreibt gerne jetzt schon einmal in die Kommentare, welches Land ihr am gruseligsten fandet. Welches Land hat welche Runde für euch gewonnen? Und wir kommen jetzt zu meinem Ergebnis. Gut, kommen wir nun einmal zu den Ergebnissen von eben diesen Runden. Wir beginnen bei Runde 1 und den Kreaturen. Einen Punkt hierbei gebe ich Österreich bzw. dem Ungeheuer im See. Auch wenn ich die Legende grundsätzlich gruselig finde, finde ich, dass eben diese Kreatur an sich nicht sonderlich gruselig aussieht. Es gibt zu wenig Beschreibungen, die wirklich genau erklären, wie das Wesen in Erscheinung tritt, weswegen ich es nicht besonders furchterregend finde. Außerdem lebt es die allermeiste Zeit völlig friedlich im See und tut gar nichts. 2 Punkte gebe ich in dieser Runde an Deutschland. Ich finde grundsätzlich den Kielkopf schon deutlich gruseliger als das Wesen aus Österreich, doch letztendlich ist es ebenfalls nur ein Baby, das Menschen nicht wirklich verletzen kann. Wenn dein Kind auf einmal ein gruseliges, monströses Wesen ist, ist das bestimmt extrem schockierend und gruselig, aber zumindest kannst du dir sicher sein, dass nichts passiert. Die Schweiz kriegt hierbei 3 Punkte von mir, weil die Vorstellung einer Vogelscheuche, die sich eine menschliche Haut übergezogen hat und die irgendwo über die Alpen spaziert, für mich mit Abstand das Gruseligste war diese Runde. Kommen wir nun einmal zu Runde 2, den Legenden. 1 Punkt bei den Legenden gebe ich an Deutschland, an die Einhornhöhle. Das Ganze ist eine sehr interessante Legende, dass Einhörner hier in Deutschland gelebt haben, aber ich finde es nicht sonderlich gruselig, zumal es heutzutage logische Theorien gibt, was für Knochen wirklich dort gefunden wurden. Platz 2 gebe ich hierbei an die Schweiz, an die Statue vom Kinderfresser. Ich finde die Statue vom Kinderfresser deutlich gruseliger und würde dem Ganzen auch 3 Punkte geben, wenn ich eben mehr Informationen dazu hätte herausfinden können. Es gibt halt letztendlich wirklich nur diese Statue und sehr vage Gerüchte ohne irgendwelchen wissenschaftlichen Halt. Deswegen hat es für mich nicht gereicht, dafür 3 Punkte zu geben. Die 3 Punkte gehen stattdessen an Österreich und an die Kanalmenschen. Die Vorstellung, dass bis heute Menschen in der Kanalisation von Österreich leben, die nachts singen und zu hören sind aus den Gullideckeln, finde ich viel gruseliger als alles andere. Quasi Wesen, die abseits von der Gesellschaft leben und sich von Ratten und Müll ernähren. Das hat von mir aus 3 Punkte verdient. Kommen wir nun zu Runde 3, die Mysterien. Auf dem letzten Platz bei den Mysterien habe ich die Außerirdischen, die über Bern gesichtet wurden. Versteht mich nicht falsch, dieser ganze Vorfall ist hochmysteriös und gruselig. Der Grund, warum ich es aber nur 1 Punkt gebe, liegt letztendlich darin, dass dieses Mysterium nicht nur auf die Schweiz spezifisch existiert. Auch in Straßburg, auch in Nürnberg und an vielen anderen Orten wurde quasi zeitgleich so etwas am Himmel beobachtet. Weil es eben ein Mysterium ist, das nicht nur auf die Schweiz zutrifft, finde ich es nicht besonders genug und deswegen leider nur 1 Punkt. 2 Punkte in dieser Runde gehen nach Deutschland an die Schlafende Schöne. Ich fühle mich, als würde ich EC-Punkte vergeben. Auf jeden Fall, die Schlafende Schöne ist in meiner Hinsicht eine gruselige Sache, ein gruseliges Mysterium, das bis heute anhält. Doch es gibt keine Geistersichtungen oder dergleichen. Es sind wirklich nur Blumen, die plötzlich auftauchen. Es ist ein reales Mysterium, das sich keiner erklären kann, aber es ist nichts, was einem jetzt das Blut in den Adern gefrieren lässt. Hingegen gebe ich diesmal wieder 3 Punkte an Österreich für den Verwesungsduft in der U-Bahn. Nicht nur, dass dies ein Mysterium ist, das jeder quasi problemlos in Wien testen kann, weil wenn ihr die U-Bahn betretet, werdet ihr höchstwahrscheinlich diesen Duft riechen können. Die Vorstellung, dass tatsächlich Menschen geopfert wurden, damit diese Tunnel stabil bleiben, finde ich extrem furchterregend und die Vorstellung, dass man genau diese Menschen riecht, macht das Ganze noch schlimmer. Deswegen Österreich wieder 3 Punkte. Kommen wir nun zur allerletzten Runde.
die Runde mit den gruseligsten Orten. Ein Punkt in der letzten Runde vergebe ich an die Schweiz, an die Kirche St. Giuseppe. Die Vorstellung, dass hierbei eben Menschen lebend in die Mauern eingemauert wurden, finde ich gruselig, aber die Geistersichtungen, die hier gemacht werden, werden immer nur sehr vage und beiläufig erwähnt. Hauptsächlich geht es immer darum, dass wenn man diese Kirche betritt, es kurze Zeit später anfängt zu regnen. Als normaler Einwohner fände ich das eher nervig als gruselig, weswegen das Ganze für mich eben nicht mehr Punkte wert gewesen ist. Platz 2 geht hierbei dieses Mal an die Teufelskammer in Österreich. Ich finde diese Legende oder Sage von einem Teufel, der einen Ritter in diese Kammer sperrt und von dem Teufel, der bis heute in der Kammer leben soll, wirklich furchterregend, allerdings mit einer Besonderheit. Und zwar gibt es nicht wirklich irgendwelche Meldungen, dass der Teufel heutzutage dort noch gehört wird. Es werden keine gruseligen Gestalten dort gesichtet, man hört kein Fauchen, Rumpeln oder sonst etwas. Es ist wirklich nur eine Sage, dass er angeblich immer noch dort existieren soll. Zu wenig Beweislage, deswegen für mich nur 2 Punkte. 3 Punkte gehen diesmal in der letzten Runde aus meiner Perspektive an Deutschland, an die Pestkapelle. Einmal aus dem Grund, dass dort unzählige Geister gesichtet werden, also nicht nur ein Geist oder ein seltsames Wesen, sondern wirklich unterschiedlichste, wie zum Beispiel die Frau, aber auch andere. Und es kriegt von mir vor allem die Punkte, weil der Wald scheinbar selbst verflucht sein soll. Ein Wald, der sich verändern kann, der Leute in die Irre führt, ist für mich etwas wirklich Gruseliges und auch Gefährliches. Und deswegen kriegt Deutschland hier die 3 Punkte. Und damit haben wir das Schlussergebnis. Das am wenigsten gruselige Land mit 7 Punkten ist die Schweiz für mich. Auf Platz 2, am zweitgruseligsten, ist Deutschland mit 8 Punkten, also nur ein Punkt Unterschied. Und auf Platz 1 haben wir mit 9 Punkten, ebenfalls ein Punkt Unterschied, Österreich. Das ist aber wie gesagt nur meine Meinung. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, sagt mir gerne Bescheid, wie ihr das Ganze findet. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.